Auch wenn der Hexenkönig schon lange aus Angra vertrieben worden war, wurde das ehemalige Hoheitsgebiet nie wieder ganz von seinem Makel befreit. Und auch lange nach seinem Verschwinden gehen immer noch Schreckensgestalten und Unholde umher. Unzählige dunkle Gestalten verheeren die Lande und suchen die unschuldigen Bewohner heim. Die Dúnedain, die letzten Nachkommen des Königreichs Arnor, versuchen hier entgegenzuhalten, doch sie zahlen mit Blut und Leben. Einer dieser Diener der Finsternis kam aus dem Nebelgebirge herab. Aus einer dunklen Höhle kroch Budur, ein Höhlentroll mit einer für seine Art mehr als ungewöhnlichen Schleue und Gerissenheit. Plündernd zog er in das Gebiet Eriador und von der Angst und Verzweiflung angezogen, scharten sich bald etliche Orks und andere finstere Kreaturen um ihn. Marodierend und brandschatzend zog er durch die Gebiete und mit jedem Sieg wuchs seine Bande weiter. Von seiner Bosheit angezogen, vernichtete er zahlreiche Herausforderer und edle Recken, die meinten, sich dem Troll im Kampf stellen zu können, und die daraus resultierenden Narben trägt er wie Orden auf der schwieligen Haut. Schließlich sollte er ein weiteres Opfer seiner Sammlung hinzufügen können. Er stellte den Waldläufern eine Falle und wie eine Fliege der Spinne ging ihm der Häuptling der Dúnedain ins Netz. Arathorn, der Nachfahre Isildurs, selbst fand sich in einem Hinterhalt Budurs wieder. Sich durch die Reihen der Orks hackend, versuchten sich die Waldläufer aus den zusammenziehenden Schlinge zu befreien. Doch als Arathorn schließlich dem Troll gegenüberstand, zeigte sich, dass er diesem im Kampf nicht gewachsen war. Von der Kraft Budurs überwältigt fiel er. Sein Sohn Aragorn, zu dieser Zeit noch ein kleiner Junge und im Bruchtal in Sicherheit, wusste nichts von dem Unglück seines Vaters. Erst Jahre später sollten ihm seine Getreuen von dessen Schicksal erzählen. Vom jugendlichen Übermut überwältigt, machte er sich gegen die Warnungen seiner Freunde und Verwandten auf die Übeltäter zu jagen. Gemeinsam mit Halbarad und weiteren Vertretern seines Volkes sowie den Elbenbrüdern zog er aus, um die Plünderer zu stellen. Und so fand er sie auch. In den Ruinen Eriadors stieß er auf den nun noch vernarbteren Budur und begann den blutigen Zweikampf. Zu dieser Zeit war Aragorn noch lange nicht der begnadete Schwertkämpfer, der er später einmal werden sollte. Und nur knapp gelang es ihm, den Troll zu fällen. Ein Übel des Nordens war vernichtet. Doch die Orks in dieser Gegend besingen noch immer den großen Troll, den Verheerer Eriadors, Budur. So, meine Lieben, das war das zweite Video aus der Reihe von den Charakteren von Games Workshop. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr schreibt mir in die Kommentare eure Erfahrungen zu Budur, dem Troll. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal. Ich arbeite schon an Nummer 3. Vielen Dank. Tschüss.